Was ist eine Matrixorganisation? Und jetzt kann man darauf eine verbale Antwort geben. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man darauf antworten kann. Einmal verbal und dann natürlich noch besser zeichnerisch. Wenn das einem also in der mündlichen Prüfung unterkommt, dann sollte man die Gelegenheit nutzen und zu sagen, darf ich das zeichnen? Da steht sicher ein Flipchart im Raum oder eine Tafel, Whiteboard, was immer. Die verbale Antwort, die Matrixorganisation ist eine Kreuzung aus Funktionalprinzip oder Organisation, Funktionalprinzip und Divisionalprinzip. Ja, das ist eine verbale Antwort. Wenn der Prüfer jetzt nachfragt, dann sollte man zeichnen. Und zwar sollte man sich einfach Folgendes merken: Die Funktionen bilden die Spalten. Wenn man sich also merkt, Funktionen, Spalten, gleich Spalten und die Divisionen bilden die Zeilen. Ja, wenn man sich das eine gemerkt hat, dann ist das andere automatisch, weil es nur Zeilen und Spalten gibt. Ja, aber das ist zentral. Und wenn man jetzt hier die Division D1, D2, D3 hat und hier die Funktion F1, F2, F3, dann ergibt sich dieses Bild. Ja, und dann gibt es noch die Geschäftsführung, die nicht mehr oben drüber thront, sondern ein bisschen nach links in die Ecke gerückt ist. Und es gibt manchmal noch hier vielleicht an der Seite so etwas, so vielleicht. Und das nennt man dann einen Zentralbereich. Zentralbereich. Das ist also meistens eine Funktion, zum Beispiel EDV. Ja, eine Funktion, die man nicht dem Zeilenspaltenschema unterwirft, sondern direkt der Geschäftsführung unterstellt. Ja, das ist also hier die Matrix. So könnte man das dann auch zeichnerisch entwickeln für den Prüfer. Da hat man ein paar wertvolle Minuten auch gewonnen, wo man richtig glänzen kann. Und das macht sicher einen sehr guten Eindruck. Macht fast keiner, aber die Gelegenheit sollte man wirklich nutzen. Ja, was hindert Sie, das hier so zu machen? Schön ist das jetzt nicht, aber es ist richtig. Es zeigt die wesentlichen Elemente und B-Note hier, künstlerischer Ausdruck, den brauchen wir hier nicht. Ja, Sie kriegen damit sicher sehr viele Punkte in Ihrer mündlichen Prüfung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.